Genau, du da. Du bist ein Kleiner. So. Heil dich mal. Die Fernkämpfer machen den schnell kaputt. Nein, 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 nein. Du bleibst schön hier. Wir wollen nicht, dass da noch mehr kommen. Genau wie das jetzt der Fall ist, du Depp. So. Ja, das hilft nichts. Da müssen unsere Nahkämpfer auch mit ran. So, da, da, da. Oh, 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 oh. Wer bist du? Du scheinst was Garstiges zu sein. Ah, Inventar, ja. Also, ihr drei macht erstmal einen Rückzieher. Nee. Was machen wir? Kleinkram erledigen. Du kümmerst dich um den da unten. Sind hier noch irgendwo welche? Nee, gut. Aber sie hat Schaden bekommen, also sollte sie erstmal weggehen. Shahira läuft mit zum Heilen. Heil mal Khalid. Kerogon heilt sich selbst. Düner hier ist außer Reichweite und greift dann den da an. Immun auch. Na komm. Oh, 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 oh. Da kommt ja richtig Schaden rüber. So, nimm mal Abstand. Trink den Trank. Nope, der Hauptmann hier scheint es echt in sich zu haben. Shahira heil Kerogon. Kerogon heil Kerogon. Keine Hand auflegen. Ihr kümmert euch um den kleinen Kram so lange. Du versuchst den... wir könnten versuchen, ihn festzunetzen. Aber bei unserem Glück würden wir dann auch mitgenetzt werden. Das bringt nicht viel. Du schießt mal Schuss auf den, damit er schnell tot ist. Greif mal an. Was haben wir noch für Tränke? Absorptionstrank. Nee, Shahira heilt dich. Ihr kümmert euch um den. Ja, der ist tot. Immer, du kannst jetzt auf den schießen damit. Magisches Geschoss auf den. Nee, er hat keine... Ich suche eigentlich einen Trank, der seine Stärke erhöht. Oder dieser Heldentrank, den hatten wir auch noch irgendwo. Ist nur ein bisschen ärgerlich, wenn immer sofort der Kampf weitergeht. So, ihr lasst den fliehen, geht mit auf den da. Du zauberst gerade. Nimm nochmal das da. Gucken wir schnell bei ihm mal rein. Ah ja, das sieht gut aus. Wow, ho, ho, ho. Ah, jetzt geht er auf Karl. Toll. Weg. Heiltrank. Lauf, 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 lauf. So. Was ist das? Abwehrtrank. Ah, das klingt gut. Trank der Hügelriesenstärke. Das klingt besser. Greif mal an. Benutzt den Trank. Hau rauf da. Uha. 28 Schaden. Wow. Aber von Minsk. 2000 Erfahrungspunkte sind auch nicht zu verachten. So. Schon mal in Position bekommen, weil da könnten noch andere herkommen. Aber gut. Moralisches Versagen, Flucht. Achso, wir haben einen kommen lassen, was vielleicht nicht die beste Entscheidung war. Aber guck mal, was er dabei hat. Oh, schön, schön. Die können zu ihr. Prunkharnisch ist das, oder? Ein Feldharnisch. Den hatten wir gesehen für 6000 Goldmünzen oder so. Den bekommt doch unser Kerogon. Minus 5. Schön, schön. So. Dann noch einen magischen Hammer und ein magisches Schild. Was ist das für ein Schild? Normales Schild plus 1. Hat Minsk jetzt auch endlich ein Schild, sogar gleich ein magisches? Ja, das hat sich sowas von gelohnt. So, aber noch so einen Kampf werden wir nicht durchstehen. Das heißt, wir sollten einen taktischen Rückzug in Erwägung ziehen. Das heißt, wir nehmen noch kurz die Sachen von denen hier mit.
und setzen uns dann ab. Du kannst die Pfeile auch gleich mal in den Köcher packen. Wo läufst du hin, Depp? Ja. Nein. Weg, 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 weg. Und schnell die dann platt machen. Jetzt muss ich euch eine reinhauen. Ich kann euch nicht ins Zelt vom Chef lassen. Sonst kommt ihr noch an die wichtigen Sachen ran. Tut mir leid, aber ihr müsst sterben. Ja, wir hatten eh vor, dich umzubringen, also macht das nicht allzu viel aus. Aber wir sind schon beim Chefzelt. Das ist nicht gut. Eigentlich wollten wir nur kurz außenrum aufräumen. Na gut, Heilung, fast gar nichts mehr da. Du hast auch nur noch einen. Heil dich mal selbst. So, jetzt aber einsammeln, einsammeln. Und dann verdrücken wir uns an den Kartenrand, rasten erstmal ein bisschen und kommen dann wieder. Wir haben die zwar Zeit, sich zu organisieren, aber es ist besser, als wenn wir jetzt einfach weiter stürmen und dann sterben. So, Zöpfe alle zu Imrin. Sagt der Zöpfe, nicht Bögen. So. Der Trank kann da rein. Ja. So. Weiter, weiter, weiter. Und weg. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Ich plündere immer mit den Falschen. So. Jetzt hat Jahira jeder mit dem Platz. Mach du mal. So. Den da auch noch. Und ich laufe jetzt zum Kartenrand und raste dann ein paar Tage. Wir sehen uns gleich wieder. So, frisch abgespeichert, ausgeruht und ein paar Sachen identifiziert. Aber der Hammer war nur plus 1 und der Stab auch. An sich zwar gut, aber sie können ihn benutzen, falls mal jemand in den Nahkampf kommt. Aber den Hammer werden wir genau wie den anderen auch verkaufen. Minsk hatte ich hier schon einen. Allzu viel tragen können wir auch nicht mehr. Ich bin versucht, kurz in die Stadt zu gehen. Ich meine, wir brechen ja eh schon mit dem Rollenspiel, dadurch, dass wir in das Diebeslager reinstürmen, ein bisschen was umbringen und wieder abhauen. Da können wir es auch gleich richtig brechen. Hm? Nee, komm, das schaffen wir. Also, gehen wir jetzt nochmal rein. Und gucken uns in den... Oh, ich höre schon wieder die Krutze. Und gucken wir uns in den Randgebiet noch ein bisschen um, bevor wir dann zu Tazok selbst gehen, also in sein Zelt. Verschont keinen! Ich poliere dir mal so richtig die Fresse, dann hast du ausgelacht! Verschont keinen! Ja, es sind noch Hauptgoblins. Und dich noch. Wow, du scheinst der Anführer von den Hauptgoblins zu sein. Aber bisher warst du keine Herausforderung. Ich poliere dir mal. Nö. Okay. Ja, da merkt man, Hobgoblins sind nicht so die besten Kämpfer. Selbst deren Anführer nicht. Jahira hatte Platz. Guck du mal nach. Hm. 100 Goldmünzen. Ja. Und noch ein Anführer weniger. Ja, hier oben nochmal kurz. Schauen wir in das Zelt rein. Oh, wer bist denn du? Oh, wer warst du? Ja, hätten wir uns hier in das Lager herführen lassen, hätten wir es auch besser auskundschaften können. Aber das passt halt nicht unbedingt zu dem Paladin.
Geistliche reinzuschmuggeln. Da ist noch ein Fass. Da ist auch noch eins. Nichts drin. Und wieder raus. Zelte sind hier noch. Oh, da können wir auch noch rein. Da ist eine Höhle. Hm. Na gut, erstmal das Zelt hier. Drei Knolle. Hm. Nicht so wirklich die Herausforderung hier bisher. Also der eine Anführer war natürlich sehr stark, aber abgesehen von ihm. Schauen wir mal, was Tatzok gleich zu bieten hat. Also für ein Banditenlager ist hier aber nicht sehr viel zu holen. So, Immo und Randa. Besser. Aber wir haben kaum noch Platz. Kaum noch Platz. Das, das. So. Und was haben wir hier? Nix. Okay, weiter. Ab in die Höhle. Auch wenn die da wahrscheinlich nur irgendwelche Tiere eingepfercht haben. Aber wir sollten das alles abgehen, sonst ruft Tatzok die nachher noch zum Kampf mit dazu oder so. Wäre nicht so toll. Na komm. Oh, okay. Es sind wirklich Tiere hier drin, nämlich Knolle. So, ab Rainer, das sind Knolle, die können nichts. Oh, okay. Und ein Anführer. Ihr seid gekommen, um euch über Garklax lustig zu machen? Der Clan des Garklax befindet sich schon lange genug in Höhlen. Lasst uns jetzt heraus, sonst müsst ihr sterben. Nee. Tut mir leid, hässlicher Gnoll, aber ihr kommt heute nicht raus. Dann könnt ihr auch nicht raus. Wir stehen beim Eingang, du Depp. Wir können jederzeit... Egal. Einfach töten. Wäre es zu dreist, wenn ich jetzt schon nebenbei anfangen würde zu looten? Ein wenig, ne? Aber bisher haben wir keinen Schaden hier bekommen. So. Oh, Schmuck, Schmuck, Schmuck. Immer gut. Auch wenn er tierisch viel Platz beansprucht. So. Shahira ist auch voll. Minsk hat noch ein bisschen Platz, aber kaum Gewicht über Khaled. Also, geben wir Minsk den Kleinkram. Und du kannst den jetzt looten. Da. Welcher von denen war der Anführer? Nö. Nichts Besonderes dabei. Oh, hier geht's ja weiter. Ups. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Aber gut, dass wir hier rein sind. So. Oh, mein Gold. Ist hier noch was? Nö, jetzt ist es zu Ende. Okay, die Höhle wäre auch leer. Dann haben wir jetzt noch das Zelt von Tatzok und das kleine Zelt da unten. Waren wir hier schon drin? Gucken wir mal kurz. Oh, eine Kiste. Ja, waren wir noch nicht dran. Schön, schön. Ah, zwei einzelne Pfeile. Na
Okay, die +1-Falle tun wir jetzt auch schon mal in den Köcher. Irgendwann müssen wir die ja benutzen. Alle noch vollgepackt. So, weg damit. Und wir nehmen die Pfeile mal mit, vielleicht sind das ja ganz besondere. Und schauen da rein.